Eine der größten Überraschungen dieses Premierensommers war der Knaus Wenn TI Plus. Und warum? Weil er auf dem MAN TGE basiert. Es ist im Moment das einzige aufgebaute Reisemobil auf dieser Basis und muss natürlich rein in unseren Highlight-Überblick vom Caravansalon 2018. Es gibt zwei Grundrisse, den 650 MEG, das ist das Fahrzeug, was hier steht, 6,99 Meter lang. Und daneben wird es noch den 700 LF geben, der ist dann 7,47 Meter lang. Beide Modelle haben natürlich auch eine große Heckgarage, also hier kriegt man wirklich alles rein, was man so mit auf die Reise nehmen möchte. Und beide Modelle sind ab sofort bestellbar und der Grundpreis ist 64.900 Euro. Die Neuheiten bei Hümer drehen sich eigentlich alle um den Stern. Natürlich ist der neue Sprinter das Hauptthema bei Hümer, wie hier im MLT. Dieses Fahrzeug gibt es mit Heckantrieb oder mit Allradantrieb, aber die Baureihe ist ja bekannt, weil der alte Sprinter fuhr auch schon so rum. Eine ganz neue Baureihe dagegen ist die Hümer B-Klasse Modern Comfort. Den gibt es hier als teilintegrierten und das Besondere an dieser Baureihe ist das Frontantriebskonzept. Das heißt, Hümer kauft einen Triebkopf bei Mercedes. Triebkopf heißt, es ist nur das Fahrerhaus mit sämtlichen Aggregaten. Dort wird bei Alco das SLC-Chassis angeflanscht. SLC heißt Superleicht-Chassis und damit kommt dieses Fahrzeug auf ein Leergewicht von unter 2,9 Tonnen. Und natürlich gibt es die B-Klasse Modern Comfort auch als integriertes Modell. Und da schauen wir jetzt mal rein. Bei den Integrierten gibt es zwei Grundrisse. Einer ist 6,99 Meter lang, der zweite 7,39 Meter. Beides sind Längsbettenwagen. Man sieht auch, mit einem Polster kann man es zu einer großen Liegefläche umbauen. Und der Einstiegspreis liegt bei knapp 82.000 Euro. Dafür bekommt man hier einen hellen, wie ich finde, sehr wohnlichen Innenraum, also schick designt und Stauraum ohne Ende. Damit man diesen auch nutzen kann, ist die Minimalzuladung bei diesem Fahrzeug 510 Kilo laut Hersteller. Also man kann ja schon richtig viel reinpacken. Auch bei Francia ist natürlich der neue Sprinter ein Thema. Hinter mir die M-Line 7400 QD, das ist ein Queensbettenmodell. 7,77 Meter lang, knapp 110.000 Euro Grundpreis. Und das zulässige Gesamtgewicht ist 5 Tonnen. Das hier könnte die Zukunft des Reisemobils sein. Das Konzept Sprinter F-Cell. Ein Brennstoffzellenfahrzeug, das seinen Strom aus Wasserstoff erzeugt. 4,5 Kilo sind serienmäßig an Bord in drei Tanks. Damit kommt man so rund 300 Kilometer weit. Man kann aber auch noch einen vierten Tank einbauen und die Reichweite so auf 500 Kilometer erhöhen. Und das Schöne ist, aus dem Auspuff kommt nur Wasserdampf. Das neue Modell bei Detlefs heißt Pulse. Es ist der Nachfolger der Advantage-Baureihe und dementsprechend hoch sind die Erwartungen an die neuen Modelle. Erkennungszeichen des Pulse ist dieses eingezogene Dach. Es gibt vier Grundrisse bei den Teilintegrierten und sechs Grundrisse bei den Integrierten. Und im Innenraum gibt es wirklich ein paar nette Details und ja, man kann schon sagen, neue Features. Kommt man hier rein, fällt einmal als erstes das helle Design auf. Hier gibt es Baldachine in, ja, sagen wir mal, Rohbeton-Optik. Hellen Möbelbau. Das Holz ist wirklich nur noch als Designelement, als Akzent eingestellt. Und ansonsten hat man schöne graue Möbelklappen. Detlefs hat extra eine Lichtdesignerin angestellt, die sich dieses ganze stimmungsvolle Licht ausgedacht hat, was man in verschiedenen Ebenen schalten kann. Man kann zum Beispiel hier das Oberlicht an- und ausschalten, alles LED-Bänder. Es gibt hier in der Mitte ein komplettes Lichtband, was sich durchs Auto zieht und hier auf dem Boden. Wenn alles an ist, finde ich eine phänomenale Lichtstimmung und Detlef sagt, das hebt das Wohlbefinden. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Optisch ist es auf jeden Fall super. Auch die Schränke sind hier neu, die sind zweigeteilt. Das heißt, man hat einen großen Schrank mit einer großen Klappe, die aber jetzt nicht weit in den Innenraum reinkommt.
Ein schönes Feature bei den Pulse-Modellen ist auch die Garagenklappe, weil die wirklich einhändig zu bedienen ist. Das heißt, man kriegt sie leicht auf. Und die Verbindungsstücke zwischen diesen beiden Schlössern sind in der Tür integriert. Man sieht sie nicht mehr. Also, das finde ich schick und praktisch. Auch bei Rollerteam gibt es eine komplett neue Baureihe, und zwar die Einsteigerbaureihe Kronos. Den Kronos gibt es als Alkovenmodell. Da beginnt er schon bei 49.990 Euro. Es gibt ihn als teilintegrierten und natürlich als integrierten. Und da schaue ich jetzt mal rein. Der Kronos folgt dem Trend zu hellen Innenräumen. Schicke, weiß glänzende Oberflächen, dunkles Holz als Kontrast, die Sitzgruppe ausreichend groß dimensioniert, auch die Küche, eine typische L-Küche mit drei Flammkocher und hier hinten zwei Längsbetten und eine echt große Dusche. Das Ganze gibt es für 61.590 Euro Grundpreis und ich finde, für einen 7,45 Meter langen Wagen ist das ein fairer Preis. Seit 2016 stellt Bürstner auf dem Caravansalon immer eine Harmonie-Wohnstudie vor. Gibt einen Ausblick in die Zukunft des Innenraums von Wohnmobilen. Und jetzt zum ersten Mal gibt es ein Serienmodell, den Ixeo E-Limited. 60 Stück werden gebaut und wir dürfen leider nicht reinschauen, weil es ist ein sehr exklusives Einzelstück. Wir haben natürlich schon ein paar Fotos gemacht, die zeigen wir euch jetzt. Damit ist unser kleiner Rundgang auch schon zu Ende. Das waren unsere Highlights der aufgebauten Reisemobile. Aber einen haben wir noch. Und zwar bei Niesmann und Bischoff kann man jetzt ein Reisemobil in jeder beliebigen Wunschfarbe lackieren lassen. Und zwar ganz egal, ob Smooth, Flair oder Arto. Das hier, ein schickes BMW Rot-Orange, finde ich, steht dem Auto sehr gut. Ganz billig ist der Spaß natürlich nicht. Gute 14.000 Euro muss man investieren, um das ganze Fahrzeug in einer schönen Extrafarbe erstrahlen zu lassen. Aber ich finde, sieht gar nicht so schlecht aus. Das war's für uns aus Düsseldorf. Bis demnächst.